Herzlich willkommen zu meinem fünften von diesen sieben Videos zu Francis Fukuyamas Buch Identität. Und in diesem Video geht es jetzt um die heutigen Ursachen für die Gefährdung der Demokratie. Neben der Identitätspolitik, die durch ihre überwiegende Bevorzugung bestimmter Bevölkerungsgruppen den Zusammenhalt demokratischer Gesellschaften gefährdet, meint Francis Fukuyama noch andere mögliche Ursachen der Gefährdung heutiger Demokratien erkannt zu haben. Unter der sogenannten Globalisierung versteht man die weltweite Vernetzung der Menschen durch unter anderem das Internet und wirtschaftlichen Austausch. Der internationale Wettbewerb führte unter anderem zur Zunahme des weltweiten Wohlstandes und aber auch einer sehr ungleichen Verteilung des Wohlstandes zwischen den Staaten und innerhalb der einzelnen Gesellschaften. Durch die Auslagerung von Arbeitsplätzen aus den westlichen Industrieländern in bisher weniger wirtschaftlich entwickelte Staaten steigt einerseits im Westen die Arbeitslosigkeit und andererseits werden in diesem Zusammenhang in den sogenannten Billiglohnländern vielfach keine ausreichend gut bezahlten Anstellungen geschaffen, sondern Menschen häufig ausgebeutet. Im Rahmen der Globalisierung sind seit einigen Jahren unter anderem auch immer wieder Versuche der gewaltsamen Ausbreitung des Islamismus, also des politischen Islam, wie zum Beispiel durch den sogenannten Islamischen Staat in Syrien und dem Irak und Boko Haram in Nigeria seit den 2000er Jahren festzustellen. In diesem Zusammenhang erscheint manchen Zeitgenossen die gehäufte Zuwanderung nach Europa während der sogenannten Migrationskrise im Jahr 2015 aus überwiegend muslimischen Ländern als Bedrohung der eigenen kulturellen Identität. In den westlich-demokratischen Staaten gilt besonders die wirtschaftliche Elite als Gewinner der Globalisierung. Als Verlierer gelten zum Beispiel Angehörige der Arbeiterklasse, die von der hier beschriebenen Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland betroffen sind. Der Verlust der Arbeit führt zu einer emotionalen Reaktion der Menschen, da diese den Verlust des Einkommens letztlich auch als Verweigerung der Anerkennung, Achtung und Würde ihnen gegenüber empfinden. Der Drang nach Anerkennung, Thymus, in Form des Wunsches nach Gleichberechtigung, das ist dann die Isothymia, und die Fragen, dass sie durch ihre wirtschaftliche Situation, zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder eben geringere Bezahlung, diese Anerkennung nicht erhalten, erhöht die Bereitschaft einiger Menschen, bei demokratischen Wahlen für populistische Parteien zu stimmen. Beispiele für weltweite Auswirkungen der Globalisierung sind unter anderem wirtschaftliche Krisen wie die sogenannte Weltfinanzkrise ab 2007 und die Eurokrise ab 2010. Folgen wirtschaftlicher Krisen sind unter anderem der wirtschaftliche Abstieg einzelner Gruppen durch zum Beispiel Massenarbeitslosigkeit, die zahlreichen Ausgaben des staatlichen Systems für zum Beispiel Arbeitslose, das Gesundheitssystem und das Pensionssystem führen zu einem Finanzierungsproblem des Sozialstaates. Die wirtschaftlichen Krisen vergrößern auch in den demokratischen Ländern den bereits bestehenden Gegensatz zwischen den wenigen Reichen und den immer größer werdenden ärmeren Bevölkerungsanteil. Die Höhe der Löhne bzw. Einkommen des sogenannten Mittelstandes bzw. der Mittelschicht werden im Laufe der Zeit geringer. Die neben den geringer werdenden Einkünften hinzukommende hohe steuerliche Belastung verstärken in Teilen der Mittelschicht das Gefühl, es gäbe für sie überwiegend schlechte Zukunftsaussichten und damit Abstiegsängste. Die neben der wirtschaftlichen hinzukommende technische Entwicklung ermöglicht zum Beispiel den Betrieben eine zunehmende Automatisierung der Produktion und mit Hilfe der sogenannten künstlichen Intelligenz können Computer sogar Autos und Züge ohne unmittelbare menschliche Aufsicht lenken. Dies führt zum Verlust zahlreicher weiterer Arbeitsplätze und der Notwendigkeit der bisher Beschäftigten, sich immer weiter fortzubilden, um im Wettlauf mit den Maschinen und Arbeitskräften aus Billiglohnländern am Arbeitsmarkt bestehen zu können. Einen wesentlichen Teil der technischen Entwicklung stellt auch das Internet dar. Die Verbreitung von sogenannten Fake News, also gefälschten Nachrichten, um jemanden öffentlich zu schaden, durch soziale Medien kann eine Gefährdung der Demokratie darstellen, da so zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger über falsche bzw. unvollständige Informationen verfügen, wenn sie ihre Wahlentscheidung treffen.
wenn Menschen mit Hilfe sozialer Medien, wie zum Beispiel Facebook oder WhatsApp, auch über größere Distanzen hinweg kommunizieren und dabei vorwiegend innerhalb der eigenen Gruppe verbleiben, führt dies zu einer Stärkung der Gruppenidentität. Eine besonders starke Gruppenidentität größerer Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel von Migranten aus bestimmten Herkunftsländern, kann laut Francis Fukuyama den Zusammenhalt der Gesellschaft und damit die Demokratie des Staates gefährden. Die wirtschaftliche und technische Entwicklung führte zur Unzufriedenheit größerer Bevölkerungsteile mit dem bisherigen politischen System der Demokratie. Die Angst vor Identitätsverlust entsteht bzw. wird gefördert, unter anderem auch durch die Angst vor einem Statusverlust, kulturelle Ängste und die Zunahme des Populismus. Die Angst vor dem Statusverlust wird in marktwirtschaftlichen, also kapitalistischen Staaten, insbesondere durch schlechtere Verdienstmöglichkeiten und schlechtere Arbeitsplatzaussichten gefördert. Einige Menschen gehen davon aus, dass sie selbst, also die heutige Generation, geringere Verdienstmöglichkeiten als ihre eigenen Eltern, die vorhergehende Generation, und ihre eigenen Kinder, zukünftige Generation, noch geringere Einkommensmöglichkeiten, als sie selbst haben werden. Da die Menschen geringere Einkommen haben, zahlen sie auch weniger Steuern an den Staat, der dadurch wiederum über weniger Geld verfügt. Da der Staat über geringere Steuerzahlungen, also Steueraufkommen, verfügt, muss er unter Umständen Kredite aufnehmen, um die sozialen Leistungen an die Bevölkerung, wie das Arbeitslosengeld und das Bildungs- und Gesundheitssystem, finanzieren zu können. Unter Multikulturalismus, abwertend auch Multikulti bzw. ja, Multikulti genannt, versteht man die Gegebenheit, dass es in einem bestimmten Bereich, wie einem Staat oder in einer Stadt, Gruppen mit unterschiedlichen kulturellen Identitäten gibt. Multikulturalismus kann zum Beispiel durch die Migration von Einwanderern in ein Land entstehen. Wie bereits besprochen, verfügen Mitglieder dieser Gruppen jeweils über ein inneres Selbst mit ähnlichen Überzeugungen, Bedürfnissen und Gefühlen. Diese Gruppen haben häufig auch ein ähnliches äußeres Selbst mit, wie im Falle von Migranten, unter anderem gemeinsamen Bräuchen, wie etwa das Tragen einer bestimmten Kleidung, bevorzugte Speisen oder die Verwendung einer bestimmten Sprache, wie jene des Herkunftslandes, aus dem diese Gruppe ursprünglich stammt. Kulturelle Ängste entstehen bei Menschen, wenn die kulturelle Ungleichheit nicht als Chance, sondern als Gefährdung der eigenen Identität wahrgenommen wird. Diese Ängste entstehen laut Francis Fukuyama letztlich dadurch, wenn die Integration bzw. Assimilation von zugewanderten Bevölkerungsgruppen nicht erfolgreich ist und führen zu einem Erstarken populistischer Parteien aufgrund wachsender Zustimmung von Wählerinnen und Wählern der bisherigen Mehrheitsbevölkerung. Ja, soweit das fünfte Video zur Buchidentität von Francis Fukuyama. In meinem nächsten, dem vorletzten Video zu Francis Fukuyama, geht es dann um seine Sichtweise auf die heutige innere und äußere Bedrohung der Demokratie. Bis gleich.